Willkommen zu einer neuen Folge Horsehaven World Adventures. Ja, wir starten mal wieder in Füssen und hier gibt es gleich Nachwuchs. Wir haben in der letzten Folge hier nicht gezüchtet. Ich habe dann beim Training der Pferde habe ich festgestellt, Mensch, warum nicht? Zwillingspunkte nutzen, so lange geht das Event ja nicht mehr. Ich bin mir jetzt nicht sicher, 2 Tage? Ja, 2 Tage, 18 Stunden noch. Und wir haben ja jetzt kommen wir gleich hier rein, genau. Und es gab beim Login einen Bonus von 100 Punkten und damit haben wir den coolen Wal, also cooler Wal freigeschaltet. Den schauen wir uns gleich mal an, der wird dann wahrscheinlich auch doch groß sein. Die Krake war ja schon nicht ganz klein. Ach ne, wir müssen hier hin. Hier. Oh naja, gleich groß würde ich fast sagen. Der Wal gefällt mir ein bisschen besser, weil der Sockel ist grün und nicht so lila. Das ist dann doch so ein bisschen schöner irgendwie mit reinzubringen. Ja, also vom Prinzip her würde das gut an so einen Strand passen oder auf eine Insel. Fantasieinsel möchte ich jetzt eher nicht, aber wir gucken mal. So, dann haben wir hier die Möglichkeit, Platz zu machen? Natürlich nicht. Weil unser, ich glaube, Dodo. Genau. Unser Verkaufs-Dodo hat zwar weiter trainiert, aber ist noch nicht verkaufsfähig. Verkaufsfertig. Und hier haben wir auch sonst niemanden. Milli möchte ich noch nicht weggeben. Ihr seid wahrscheinlich auch immer... Doch! Oh. Level 10. Ja, dann ohne... Nein, machen wir es jetzt ohne sie uns nochmal anzuschauen. Verkaufen wir die beiden. Das sind Mike. 39 Diamanten. Und Titanis. Ja, wir züchten ja definitiv mit den Stufe 3 Jahren weiter. Und ja, die beiden hier sind noch nicht so weit. Da brauchen wir dann ja auch gleich noch Platz an sich. Die beiden sollten ja fürs Züchten... Wobei, die beiden werden uns sowieso nicht so viel bringen. Wir gucken gleich mal, denn... Ja, es ist mystisch. Wir haben Stufe 4 als Zwillingspaar. Die Woody. Ja, ihn können wir jetzt leider noch nicht. Kein Platz. Ich würde sagen, dann lasse ich lieber das Stufe 4er Paar aufgewertet hier stehen. Was ist aufgewertet? Erwachsen. erwachsen hier stehen zum Züchten. Und ich verkaufe die beiden Stufe 3er. Die werden nicht viel bringen. Dann verkaufen wir die jetzt gleich. Und dann haben wir auch Platz für unsere Bud Johnny Fehlzuchten sozusagen. Schick, schick. Aber ich glaube auch hier ist es wahrscheinlich so, dass die Schäckung sich doch deutlich ändern wird im Erwachsenenalter. Ja. Aber dann schauen wir uns vielleicht doch nochmal das KPWN in der Dressur an. So lange hat es gedauert, bis wir das Zertifikat doch noch erhalten haben. Und ja, das ist jetzt unsere Woody, die noch einen anderen Namen bekommen sollte. Sollte ich mir mal Gedanken machen, vielleicht machen wir das zwischendrin mal. Da sind ja doch noch einige Pferde, die umbenannt werden sollen. Und dann verlassen uns Diana und Argo. Ja, gleich beide, weil wir hier dann noch immer noch einen Ausweichplatz haben für ein Pferd, das noch trainiert werden soll. Ich glaube, züchten. Missouri Foxtrotter haben wir hier nicht, Stufe 3. Deswegen wird das hier wahrscheinlich eher nicht mehr der Fall sein. Ja, Stufe 4 ist der gute Kleine schon. Und Soja. Das sollte reichen für Level 5 und erst erwachsen werden. Wir überspringen das jetzt mal nicht.
Und? Aha. Hat sich doch ganz schön Zeit gelassen. Doch, aber schick sind sie. Also, ich mag die Farbe. Okay, dann bleiben die beiden Sternchen hier stehen. Ja, die beiden schicken wir auf die Weide. Dodo natürlich auch. Oder wir können ihn vielleicht füttern. Mit Trauben. Hm. Aber ich glaube, den Salat habe ich jetzt schon geholt. Ich weiß nicht, ob ich ihn schon verkauft habe. Ja, aber das ist... Genau, die Erdbeeren sind jetzt ziemlich runter. Ja. Ach so, wir können schon wieder... Trauben sammeln. Die brauchen ja nicht mehr 30 Minuten nur noch. Nicht so lange. Sagen wir es mal so. Apfel. Ja gut, wir gehen auf jeden Fall noch nach Frankreich. Für 14 könnte sogar reichen. Aber wir schauen uns vorher nochmal die Post an. Ja, da gucken wir dann gleich nach. Zwillingspunkte haben wir erhalten. 4800 Münzen. Noch mehr Zwillingspunkte. Ja. oh ja. Championat, Wolkenrennen, wir kriegen 900 Münzen. Das ist okay. Neue Jagdrennsaison hat begonnen. Werbung schauen wir uns nicht an. Das Dorf wurde besucht. 2200 Münzen Zuchtbelohnung. So, nehmen wir die weg. Okay. Ich glaube, wenn wir hier auf Werbung ansehen, genau. Wir können ja nochmal aufs Abonnement gucken. 286. Okay. Hier können wir schon mal sehen, wie viel von den sozialen Aufgaben. Also wir würden, wir haben ja jetzt sowieso alle, wir würden doch auch noch einige Stufe Generation 2 Sternzeichen bekommen. Die Privilegien sind natürlich auch nicht ganz verkehrt. Es wächst alles wohl schneller. Wir kriegen mehr Münzen raus. Das hier müsste der Magnet für die Rennen sein. Mit den Fohlen. Ich weiß es nicht, wenn die... Kriegen die mehr Erfahrung oder? Sieht ein bisschen so aus. Und hier. Das müsste dieser Button sein zum Einsammeln. Und die. Konnte man sich zumindest mal hier ansehen, die monatlichen. Geht jetzt aber hier nicht mehr. Nee, das ist nur die Einleitung, wie es funktioniert. Na gut, aber jetzt müsste. Ah, okay, wenn man es wegklicken will. Und hier sieht man die. Bonis nochmal. Ich weiß nicht. Das Engelpferd haben wir ja mittlerweile durch Glück bekommen. Die Oasen wären natürlich, also schadet nie, ne? Mehr Platz. Hier sind noch ein paar Sets. Gut, dann hätten wir Sets, die auch zusammenpassen noch. Für Dressur. Und interessant wird es dann halt wieder bei dem Belier-Dämonenpferd. Ja, die kleine Meerjungfrau hier mit solchen... Ja, und das Crown. Aber hierfür muss man dann das dritte Jahr zahlen. Naja. Ja, Preise werden jetzt nicht angezeigt. Hier, wie lange braucht der Kleine noch? 32 Sekunden. Gut, dann machen wir das noch. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal nach Frankreich. Momentan bin ich am Überlegen. Jahresabo oder nicht. Es steht zwar nicht dabei, dass dann keine Werbung da ist, aber im Normalfall ist es so, weil die Werbung dafür da ist. Entschuldigung. Dass Leute, die kostenlos spielen,
So, was ist denn hier los? Dass die Leute, die kostenlos spielen, dem Unternehmen Geld einbringen durch das Werbung schauen. Tja, und Leute, die halt direkt Geld ausgeben, da ist das wohl schon gleich abgegolten. Also ich denke mal schon, dass es so ist. Naja. Man muss ja nichts überstürzen. So, was sagt denn hier Level 7? Level 8. Ja, das ist jetzt... Ja, mit Gras kommt man auch nicht so weit. Klar, danach könnte was Schönes kommen. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt noch so viel haben. Weil da doch ja, nicht mehr so viel. Es wurde in letzter Zeit doch gut gefragt. Aber andererseits, warum nicht ausgeben? Achso, und falls ihr euch fragt, warum ich hier doch nochmal deutlich weniger Diamanten habe, den Grund sehen wir gleich. Ja gut, müssen. Ist jetzt auch nicht so... Können wir dann nach dem Training machen. Schicken wir ihn erstmal auf die Weide. Na, Kürbisse haben wir genug. Also wir, zum Füttern haben wir auf jeden Fall genug. Und wir hätten sogar noch einige, falls man Fohlen Kürbis haben möchte. Dann hoffe ich nur, dass die auf Stufe 3 doch gut Geld bringen. Bis jetzt haben wir ja noch keinen auf Stufe 3 auf Level 10 bekommen. So. Kommen jetzt die beiden. Poppy und Maya. Ja, und da ist auch gleich wieder Gras gefragt. Das ist wird doch langsam knapp. Ja, gelbes Futter haben wir hergestellt, aber ich glaube, ich habe es schon nicht abgeholt. Das sollte ich vielleicht tun, wenn wir in den USA sind. Und sie ist damit auf jeden Fall schon mal wenigstens Level 5. Und kann dann jetzt mit trainieren. Ich glaube, ihn schicken wir einfach so mit. Die beiden, dann haben wir... Ja. Ich habe nicht drauf geachtet, was... möchte auch... Ja, nee. Später. Aber vorher versuchen wir uns nochmal an der Zucht. Das war ja letztes Mal doch wieder ärgerlich. So kann man auch die Zeit rumbringen mit Warten. Okay. Wo sind sie? Ivan. Ivan und unsere Stute ist besser. Steckt. So, die Shell. Wir haben noch 312 Punkte. Machen wir. Bei nur noch... Ja, danach haben wir ja noch 2 Tage, wo wir die einsetzen können. Und es geht rüber. Ja, ist doch klar. Was sonst? Okay, hier verkürzen wir nicht. Gehen wir erstmal auf die Fantasieinsel. Hier gibt es ja jetzt erstmal nur Pferde, die wir auf die Weide schicken. Achso, hier haben wir auch noch Stufe 2. Und die sind aber, ja, sie ist zumindest
Und er auch. Gut, hier gucken wir dann jetzt mal ganz kurz in die Oase. Das ist unsere Satin. Unser Stufe 2 müsste dann unser letztes Stufe 2 Stütchen sein. Verkaufen wir für 39. Das ist jetzt nicht so viel, aber gut. Wir beschweren uns da jetzt mal nicht. Die Kirschkuchen füttern wir noch. Kriegen wir noch mal Erfahrungspunkte. Und dann kann er gestärkt ins neue Zuhause. Ja, und dann möchte er Schokokuchen, aber darauf nehme ich jetzt erstmal keine Rücksicht. Denn doch, durch das Zwillingsevent ist es sehr nett, dass man, wenn man zum Beispiel Erfolg hat, gleich Hengst und Stute bekommt. Aber man braucht natürlich auch ein bisschen mehr Platz. Wobei wir bei Poppy, die ist ja Level 9 erst. Aber wir haben schon keine 10 Gras mehr, nur noch 9. Das füttern wir jetzt hier aber nicht. Wizard, achso, ja, den habe ich nur noch rübergeschickt und nicht mehr auf die Weide geschickt, den Armen. Und GG. Ja, wir könnten sie natürlich jederzeit verkaufen, aber schadet nicht, wenn die jetzt nochmal trainieren. Und auf in die USA. Und dort befindet sich auch der Grund unseres Diamantenverlustes, wobei es kein Verlust ist wirklich. Denn ja, die Oase wird aufgewertet. Ich habe mich jetzt doch nochmal dazu entschlossen, hier in Montana die Oase zu erweitern, weil ich einfach nochmal ja, es ausnutzen wollte, dass es 20% günstiger ist. Vielleicht machen wir die Oase in Frankreich auch noch. Ja, also durch die Zertifikate wollte ich damit, ich wollte zumindest ein paar Diamanten noch auf als Rücklage haben, damit ich mir das Zertifikat sonst holen kann. Ice Derby werden wir jetzt wahrscheinlich nicht schaffen. Aber schon mal vorbereiten fürs nächste, fürs englische Vollblut. Wobei, ich habe mal geschaut, wo habe ich sie denn jetzt? Uns fehlen an den legendären Zertifikaten, die wir momentan im Spiel hatten, schon das englische Vollblut, das Clydesdale, der Achaltekina und der Pasofino. Und ich persönlich bevorzuge das Clydesdale und den Pasofino eigentlich. Also das sind welche, die ich unheimlich gerne haben möchte. Dann hoffe ich ja schon darauf, dass der Schecke, der Brabanter, der Warländer das National Show noch T4 Zertifikate bekommt. Ja, achso, hier züchten wir gerade nicht. Oh, so kurz davor. Wir haben vergessen, ich habe vergessen, die Äpfel mitzubringen. Ja, gut. Holen wir nochmal, oder? Dann können wir sie auch noch verkaufen. Billy bleibt. Wings bleibt. Natürlich. Jane bleibt dann erstmal Stufe 2. Und theoretisch könnten wir Nan dann verkaufen. Aber der braucht noch. Ja, aber hier wäre dann nämlich die Missouri Foxtrotter Zucht, die ich gerne beginnen möchte. So. Ja, das ist blöd. Wenn man es vergisst, während man hier ist, wenigstens die Äpfelchen zu holen. Kirschen fehlen uns ja auch. Hole ich dann später. Er muss ja sowieso noch trainieren. Ich glaube nicht, dass er danach so gut an Futter, also so eine gute Futterauswahl hat, dass wir da ihn auf Level 10 schon schnell füttern können. So. Das ist sie. Die gute Woody. Und sie wird uns jetzt verlassen. Jetzt habe ich natürlich beim Stufenaufstieg nicht geguckt, wie viel sie uns bringt. 42 Diamanten, immerhin. Und ja, wieder eine Box frei. Das hier ist Nan.
Den schicken wir auf die Weide. Und hier haben wir unsere Jane. Und Billy kann eigentlich auch mit. Das Dankbarkeitspferd. Auf Facebook wurde... ich weiß gar nicht, ist schon ein paar, bisschen her, glaube ich. Da, wenn man sich vom 25. bis zum 25.06. bis zum 30.06. glaube ich war das, oder 1.07. Wenn man sich da anmeldet, bekommt man das Dankbarkeitspferd geschenkt. Ist die Frage, meint sie nur. Im Normalfall zählt sowas ja, wenn man sich im Spiel, ne, wenn man sich einfach einloggt. Ne, wenn man online ist, man spielt, das Spiel registriert ja, okay, du bist da. Merken wir ja auch an den Tageslogin-Bonis. Ist natürlich jetzt ein bisschen schade, wir haben das schon und kam dann jetzt auch ein bisschen flott danach. Also wäre es nächstes Jahr gekommen, hätte ich gesagt, okay, dieses Jahr finde ich es ein bisschen sehr früh dafür, dass wir gerade die Punkte ausgeben konnten fürs Dankbarkeitspferd. Hätte ich das nämlich gewusst und wir kriegen das jetzt nochmal, hätte ich mir lieber so ein paar Outfits geholt und das Schützepferd ohne Diamanten auszugeben. So, na super. 37 Minuten noch. Ich wollte aber wenigstens schon mal unseren Hengst rausholen. Es sind nur 12 Diamanten, ne? Gib 10 aus. Ja, das... Komm. Und ich hoffe, ja, wir haben Erfolg abgeschlossen. Dafür sollten wir dann eigentlich auch Diamanten wieder kriegen. 1300. Ich muss mal schauen, das ist ja hier ein bisschen nervig, weil die... Es wäre halt schöner, wenn die Erfolge, die man noch nicht geschafft hat, oben wären und alles, was man geschafft hat, nach unten wandert. So, wir würden 1800 für die Pferdeoase in Deutschland wieder bekommen. Aber Stufe 17. Da müssen wir mal gucken, bei welcher Stufe wir sind. Frankreich Stufe 16. Da kriegen wir 1100 wieder. Großbritannien können wir definitiv noch nicht. Fantasieinsel ist relativ teuer. Ist natürlich die Frage. Sollen wir es lieber jetzt machen, wo wir es ein bisschen günstiger haben können? Oder sparen wir da lieber? Ja, 19. Nee, das ist... Also entweder Fantasieinsel 7... Großbritannien ist raus, Frankreich 16, Deutschland 17. Also wir hätten jetzt hier zumindest nochmal Platz, ein paar Pferde unterzubringen, damit wir ja, die anderen trainieren können. Aber wir wollten ja... Wo ist denn unser Missouri Foxtrotter? Ich hatte ihn neulich schon mal draußen. Muss ich ihn ja wieder reinstellen, den Arm. Echo. Da ist er. Gut. Ja, dann gehen wir jetzt doch noch mal ein drittes Mal nach Frankreich und dann machen wir aber auch gleich Schluss und vorher aber noch die Dressur. Welche Stufe wäre es? 16. Das heißt, wir würden Diamanten wieder bekommen. Und ganz ehrlich, hier in Frankreich würde ich es auch gut finden. Irgendwie hänge ich an diesen, was das angeht, an Frankreich und an den USA. Ich glaube, weil das die ersten Orte sind, an denen wir die Oasen hatten. Und einfach auch die ersten Orte waren, an denen wir unterwegs waren, die wir aufgebaut haben. An, ja, die, mit denen wir einfach im Spiel zu tun hatten. Ja, komm. Wir können jetzt nicht verkürzen. Wir können jetzt erstmal nicht an die Oase ran. Aber ich glaube, das müssen wir auch erstmal gar nicht. Ist jetzt die Frage, lassen wir uns die Diamanten hier lieber? Oder wir müssen auch mal gucken, wie lange würde es denn dauern? Stufe 17 ist auf jeden Fall 3 Tage. Ist... Hier haben wir nur noch einen Tag 17 Stunden, aber wir würden zumindest die Diamanten wiederbekommen, bevor die 3 Tage fürs erste Zertifikat weg sind. 1800 haben wir. Ich würde sagen, wir machen es einfach. Wir verkürzen
die Bauzeit nochmal. Ist jetzt hier, sind es 3 Tage. Ich habe in Frankreich natürlich wieder nicht drauf geachtet, wie lange es dauert. Aber ich denke eigentlich, ist es Stufe 16, es wird ein bisschen kürzer sein, oder? Ja, 1 Tag, 11 Stunden. Ja, dann würden wir wahrscheinlich in Deutschland verkürzen. Und dann sollten wir da die Erfolge geschafft haben, kriegen Diamanten wieder, haben trotzdem nochmal diese 20% Reduktion, Aufwertungskostenreduktion ausgenutzt und haben nochmal ein paar Plätze mehr für die Pferde, die wir dann jetzt auch züchten können mit den Zertifikaten. Ja. Gut, die Dressur beginnen wir mal. Extrem lang diese Folge, aber mit Raven war ich noch nicht unterwegs, das heißt, ja komm, wir machen ihn nochmal mit. Ich weiß nicht, ob ich doch mal irgendwie gucken soll, dass ich einfach ein Outfit zusammenstelle, weil es sieht zwar schick aus, aber es passt einfach jetzt nicht in die Jahreszeit. Den Cowboy, den haben wir ja zusammen, aber ja, dieses Aufziehrädchen, da stört mich schon so ein bisschen. Und davor, wir haben ja sonst nur von den exklusiv fabelhaften Fabelhaftpferden ein Outfit, was wirklich zusammengehört und was zusammenpasst. Und da finde ich den Kopfschmuck einfach auf Dauer auch nicht so. Ha, irgendwann muss man mal was anderes sehen, ne? So, das ist schön. Insgesamt 120 Punkte für den fliegenden Wechsel. Gerne wieder. Ja, aber sonst sieht es mau aus. Das ist ein bisschen traurig. Aber dafür die Galopp-Pirouette nochmal 120 Punkte, ja. Damit sind wir dann fast bei den 800. Wir haben sie schon mal irgendwann geschafft, aber da brauchen wir bei 3... Lektionen die Zusatzpunkte und auf jeden Fall bei den beiden, wo es die 40 gibt. Wir nehmen das hier. So Standardpose. So. Rang 164. Ich glaube, so lange geht es auch nicht mehr. Ne? Ich glaube, 17 Stunden. Heute. Heute ist jetzt ausschlaggebend. 5.373 Punkte insgesamt ist, wenn man die anderen sieht, schon nicht so gut, sagen wir es mal so. So, aber jetzt, welches KPWN erscheint uns hier als erstes? Hängst du da Stute? Ist halt schade, wir müssen ziemlich weit runter. Aha, der Hengst. Der Grün. Aber die Stute kann auch eigentlich auch nicht weit weg sein. Oder doch? Naja. Egal. Was kannst du denn? Die Piaffen, Pirouette und die Passage. Aber warum bist du dann nur mystisch? Das ist schade, weil das doch. Das, diese 20 Punkte am Anfang, das merkt man einfach. Auf die komplette Saison total. Ansonsten wäre auch ein schönes. Hier sind sogar 40 Punkte. Boah. Ja, das merkt man natürlich noch mehr. Das kann er durch seine Lektion eigentlich nicht mehr ausgleichen. Und sonst wäre er aber auch ein schickes Dressurpferd hier. Hübsch. Er ist so hübsch. Oh, das war... sehr unvorteilhaft. Also, dass man ihn da gerade mit Augen zu und Maul auf erwischt. Blödes Timing. Schade, dass man hier keinen Bild machen kann. Das sieht auch nochmal schick aus. Okay. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ja. Ich denke, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, wir werden da noch keine Oase erweitert haben, weil ich ja doch dann Deutschland verkürzen möchte von der Bauzeit.
Ja, mal gucken. Wir werden es auf jeden Fall mit unserem Bad Johnny weiter versuchen. Und dann auch mit den Jungfrauen. Und ja, vielleicht gibt es dann ja schon eine Missouri Foxtrotter-Stute, die ich gefunden habe, mit der wir züchten können. Ich werde mal die Augen aufhalten. Also, bis dann. Tschüss.